Hi, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Ich hätte so gern mal die Chance, einen echten Tyrannosaurus zu fotografieren. Morphle, verwandle dich in eine Zeitmaschine. Mila und Morphle, eine Herde Gallimimuse. Ankylosaurier! Meine Kamera! Da ist er! Das ist meine Chance. Ah, meine Kamera.
Guck mal, Morphe. All diese Dinge haben ihre Farbe verloren. Wow. Morphe, verwandle dich in einen magischen Farbpinsel. War grün. Moment mal. Diese Objekte haben keine Farbe. Genau wie ich. Aha. Du hast also die ganzen Farben in dieser Stadt weggenommen. Das solltest du wirklich nicht tun. Eine Welt ohne Farben macht nämlich gar keinen Spaß. Wow, Tiger lustig. Ja, das ist lustig. Lass uns noch mehr Tiere mit lustigen Farben anmalen. Juhu. Da bist du ja, Chroma. Ich hab dich gesucht. In der Stadt gibt es viele Probleme, weil du alle Farben weggenommen hast. Morphe kann Chroma helfen, alle Dinge in ihren ursprünglichen Farben anzumalen. Hallo ihr! Unser Feuerwehrauto hat seine Farbe verloren. Morphe und Chroma können dabei helfen. Nein, Morphe. Ein Feuerwehrauto ist immer rot. So wie du. Ich danke euch so sehr, Morphe und Chroma. Hi, Wolkenmonster. Doch recht. Bitte, nach Ihnen. Wow. Ihr habt ja schon alle Probleme in der Stadt gelöst. Morphe und Chroma, ihr seid ein tolles Team. Chroma mag anmalen sehr. Ich hab eine Idee. Chroma, willst du einen menschlichen Gefährten der Farbe auch so lieb wie du? Super!
ist das perfekte magische Haustier für einen Maler wie mich. Mila, Moffel, ihr müsst dieses Ei zu Onkel Mortimer bringen, bevor es schlüpft. Es trägt sein neues magisches Haustier in sich. Schnell, Moffel, verwandle dich in ein Auto. Viel Glück! Ein Verkehrsstau. Moffel, umgeh die Autos. Jetzt umgeh die Verkehrsampel. Oh nein, das Ei beginnt zu schlüpfen. Wir müssen uns beeilen. Moffel, verwandle dich in ein Rennauto. Tier ist super, super schnell. Das war eine tolle Idee, Prinzessin Lila und Sir Vater mit einer Burg zu überraschen. Ja, so haben sie immer einen Platz zum Schlafen, wenn sie zu Besuch sind. Und dank Morphels Hilfe und Professor Rashids Lebendigkeitsstrahl sind wir schnell fertig. Sie haben keine Steine mehr. Morphel, verwandle dich in ein Kipplaster. Bis später, Freunde. Steine, Morphel. Oh, ich kann es kaum erwarten, Prinzessin Lilas Gesicht zu sehen, wenn wir sie mit der fertigen Burg überraschen. Es wird die beste Burg sein, die sie jemals gesehen haben. Da ist er! Dein Kran hat eine Statue aus meinem Garten genommen. Und meinen Bus. Sie haben Sachen von jedem genommen. Oh, Backe.
Wir müssen schnell zur Burg zurück, Morphe. Ich will meine Statue zurück. Oh nein, Leute, ihr solltet doch warten, bis wir zurück sind. Wir müssen das alles an die Besitzer zurückgeben. Morphe, verwandle dich in eine Abrissbirne. Eine Burg? In dieser modernen Zeit? Überraschung! Ja, wir haben sie für euch gemacht. Wow, wir haben es so vermisst, eine Burg zu haben. Es tut uns leid, Sir Vater und Prinzessin Lila. Aber wir müssen sie abreißen. Es sind ganz viele Besitztümer von Leuten darin und sie brauchen sie zurück. Keine Sorge, wir haben reichlich Material, um euch eine neue zu bauen. Diese Burg ist sogar noch besser. Ich kann mein Haus von hier sehen. Ich kann sehen, wenn du zu Hause bist. So können wir immer zusammen spielen. Wie schön, dass jeder zufrieden ist. Ich will meine Statue zurück. Yay! Jetzt bauen wir. Was ist das für ein Krach? Oh, hallo, Mr. Vanderbus. Wir bauen ein Baumhaus. Das wird unser Clubhaus. Ein Clubhaus? In einem Baum? So ein Unsinn. Ein Baumhaus zu bauen ist nicht einfach. Sowas könnt ihr gar nicht. Ich glaube schon, Mr. Vanderbus. Sie werden sehen. Hä? Zuerst müssen wir alle Bretter auf die richtige Länge schneiden. Ich glaube, eine Schere ist nicht stark genug dafür. Morphe? Morphin, eine Säge. Jetzt bauen wir sie zusammen. Schau dir diese Amateure an, Bucky. Ich glaube, dafür brauchen wir Nägel. Morphe? Morphe in einen Hammer. Das ist doch niemals ein Baumhaus. Es hat noch nicht mal ein Dach. Nun, so schlecht sieht es nicht aus, denke ich. Und jetzt machen wir daraus ein echtes Baumhaus. Morphe, Morphe in einen Kran. Kran? Ja, Kran. Kran, Kran, Kran. Ui. Wuhu. Ja, ja, ja. Sieh dir das an, Bucky. Das ist tatsächlich ein Baumhaus. Gib mir das Passwort. Morphe weiß nicht. Das Passwort ist Morphe.
ist das allerschönste Baumhaus, das ich je gesehen habe. Komm, Marvel, wir holen April und Troy und feiern eine Party in unserem neuen Clubhaus. Was ist das Passwort? Das Passwort ist Morphe. Falsch. Das ist das Passwort für deinen Club. Wenn du das Passwort für meinen Club nicht kennst, tja, kommst du nicht rein. Dann macht unser Club halt ein Picknick im Gras und keine Party im Clubhaus. Hallo, Bucky. Willst du zum Club gehören? Kann ich auch zu eurem Club gehören? Natürlich, Mr. Vanderbus. Das ist toll. Warum feiern wir dann nicht eine Party im Clubhaus? Wir fürchten uns nicht vor Haien. Der Hai kann ja nicht an Land kommen. Das werden wir sehen. Morphe, verwandle dich in einen Hai mit Beinen. Dieser Hai hat Beine. Oh nein, renn, Luftpirat Nummer 2. Auch an Land fürchten wir uns vor nichts. Lad die Kanone. Ei, ei, Captain. Los, ihnen hinterher, Morphe. Oh, was ist das? Das macht Spaß. Von da unten. Seltsamer roter Hai mit Beinen. Morphe seltsam? Morphe ist nicht seltsam. Und er kriegt dich wohl, weil er fliegen kann. Was? Morphe, verwandle dich in einen fliegenden Hai. Ja! Jetzt fliegt er. Ich hab Angst. Oh nein, flieg höher, Pirat Nummer 2. Ich meine, also, ei, ei. Ihr kriegt uns nie. Hey, Wasser? Was geht hier? Und darum ist die Stadt... Wasserballons? Ja! Ja! Was? Verflixte Kinder!
wir werden sie nicht los. Ah, lass uns in der Höhle verstecken, Pirat Nummer 2. Gute Idee. Aber ist die Höhle nicht ein bisschen klein? Die Piraten müssen in die Höhle verschwunden sein. Kann nicht rein. Du hast recht. Das Schiff blockiert den Eingang. Aber ich habe eine Idee. Ich glaube, wir stecken fest, Captain. Ja, aber immerhin kann der rote Hai so nicht hier reinkommen. Bist du sicher? Der rote Hai. Und er hat einen Bohrer als Nase. Wir haben euch, Luftpiraten. Ihr kommt jetzt am besten mit uns. Wohin bringt ihr uns? Aufs Polizeirevier? Nein, zum Strand. So könnt ihr alle Sandburgen wieder aufbauen, die ihr zerstört habt. Oh nein. Bauen? Aber ich weiß nur, wie man Sandburgen kaputt macht.